Hashtag Let's Museum gehört zu den Pionierprojekten des Schweizer Kulturmarktes. Die Guides sind charismatische Persönlichkeiten, die zwar Laien auf dem Gebiet der Museumspädagogik sind, jedoch eine große Passion für Kunst und Museen mitbringen. Sie nehmen die Besucher mit auf einen unkonventionellen, temporeichen Gang durchs Museum, gespickt mit persönlichen Anekdoten. So erschließt Let's Museum neue Publikumskreise für die Schweizer Museumslandschaft. München war ein halbes Jahr lang im Faustfieber. Ziel des Festivals war es, die verschiedenen Interpretationen von Faust einer breiten Öffentlichkeit näher zu bringen. Mit Hilfe von mehr als 230 Kulturpartnern aller Größen und Sparten, die eigenständig das Programm des Festivals gestalteten. Den Initiatoren gelang es, dem Faust-Festival einen hohen Wiedererkennungswert zu schenken und mit seiner innovativen Ästhetik Klassisches mit Modernem zu verbinden. Mit dem Kunstkraftwerk besitzt Leipzig einen neuen, außergewöhnlichen Kulturstandort. Das Kunstkraftwerk ist spezialisiert auf immersive multimediale Kunstwerke, die in eindrucksvoller Weise mit ihrer industriellen Umgebung korrespondieren. Für raumübergreifende Erlebnisse sorgt dabei das größte Videoprojektionssystem Deutschlands. So werden Kunstwerke von Da Vinci, Botticelli und Hundertwasser in animierten Digitalgemälden lebendig.